Hallo Internet. Bouquet, Tiefenschärfe, Schärfentiefe. Wer soll denn da noch durchblicken? Hallo zusammen. Heute geht es um das Thema Tiefenschärfe oder genau genommen Tiefenunschärfe. Ich habe mal ein kleines Setup aufgebaut. Das sieht so aus. Wir haben hier unser künstliches Motiv, ein Modellauto, die Puppe. Hinten etwas Aluminiumfolie in einer Vase, um da ein bisschen Struktur zu haben. Und ich habe hier mal, weil wir über Tiefenschärfe reden und damit über Schärfenverlauf im Bild, noch ein Metermaß mit reingelegt, damit wir genau sehen können, wo da eigentlich was passiert. Fotografieren tue ich mit der Alpha 6000, dem 55mm Objektiv mit der Lichtstärke 1,8. Und wenn ihr bei so einem Bild, ich gebe mal die Informationen mit rein, die Blende schön zumacht, dann bekommt ihr dieses Bild. Alles schön scharf. Ich habe hier den Fokuspunkt auf den rechten Scheinwerfer, von uns aus den linken Scheinwerfer des Autos gelegt. Der liegt ungefähr in der Mitte zwischen der Wand mit der Vase etc. und der Figur vorne dran, sodass wir hier einen Schärfenbereich haben, der von der Bildkante vorn bis zur Bildkante hinten geht. In der Landschaftsfotografie macht man das natürlich gern so, weil man möchte man im Normalfall alles schön scharf haben. In der Porträtfotografie oder wenn ich Objekte, Stillleben oder sowas fotografiere, kann es auch mal anders sein. Da möchte ich einen Schärfeverlauf haben, da möchte ich den Hintergrund scharf haben, damit ich meinen Vordergrund in den Fokus des Betrachters stelle. Das Hinten soll verschwommen sein und das Vorne, mein eigentliches Motiv, das ist klar, scharf, crisp. Also eher wie dieses Bild hier. Hier habe ich die Blende aufgemacht auf die 1,8 und habe den Fokuspunkt hier auf die Figur gelegt. Und jetzt seht ihr schon an dem Modellauto, an dem Aluminium da hinten und insbesondere auch an dem Metermaß hier, wo ist meine Schärfe? Die fängt hier in dem Bereich irgendwo an und hört hinter der Figur auf und wird dann immer weniger, es wird immer unschärfer. Das kann man natürlich tun, wenn man die Blende schön aufmacht, aber im Eifer des Gefechtes vergisst man sowas auch mal. Und das ist jetzt genau das Thema. Wie kriegen wir so einen Schärfeverlauf in Photoshop hin? Worauf müssen wir achten? Schauen wir uns den Schärfeverlauf, der ja hier der echte Schärfeverlauf ist, mal an. Unsere Figur hier ist schön scharf. Die steht hier aufrecht. Die Ebene, auf der die Figur steht, die steht ja senkrecht, entspricht ungefähr der Ebene der Kamera. Das heißt, auch bei einer sehr offenen Blende haben wir nicht das Risiko, dass irgendwas aus dem Schärfebereich herausragt. Auch die Arme der Figur, zumindest dieser Arm hier, bleibt im Schärfebereich drin. Der hier vorne ist schon leicht aus dem Schärfebereich draußen. Dann entwickelt sich die Unschärfe im Bild nach hinten. Und zwar je weiter weg von der Kamera, umso unscharfer. Das heißt, solange ich hier auf der ebenen Fläche bleibe, wird es immer unschärfer. Aber spätestens hier an der Kante, da wo dann die Wand steht, der Metermaß nach oben geht, die Vase steht, dieser Bereich hier, der muss gleich scharf sein oder gleich unscharf sein, von unten bis oben. Das heißt, was ich nicht machen kann, ist die Figur einfach freistellen, den Hintergrund mit gaußschen Weichzeichner alles schön scharf machen, unscharf machen und die Welt ist schön. Das ist dann nicht realistisch. Aber es gibt durchaus eine Methode, das sehr realitätsnah zu machen. Und dazu nehmen wir uns jetzt das scharfe Bild. Was habe ich vorher gemacht? Ich habe eine Standardentwicklung in Lightroom durchgeführt. Ich habe etwas nachgeschärft, ein kleines bisschen das Rauschen rausgenommen, wobei bei ISO 100 war das nicht viel. Habe es ein kleines bisschen kontrastreicher und so weiter gemacht. Also nichts Aufsehenserregendes, ganz normale Entwicklung.
und habe das Bild dann in voller Auflösung nach JPEG exportiert, damit wir nicht so ein riesiges File hier zum Bearbeiten haben. Und damit gehe ich jetzt mit Rechtsklick, Bearbeiten in Photoshop. Wir bearbeiten gerne das Original. Und da sind wir auch schon. Was ich jetzt also tun möchte, ist den Hintergrund anders bearbeiten als die Figur und die Schärfeebene, auf der diese Figur steht. Also bleibt mir nichts anderes übrig, ich muss die Figur ausschneiden bzw. auswählen oder ausmaskieren. Wie das genau aussieht, sehen wir gleich. Ich mache mir zunächst mal, das ist bei mir Standard, bevor ich irgendwo anfange was zu machen, eine neue Ebene. Und jetzt geht es darum, diese Figur hier freizustellen. Dazu nehme ich jetzt das Schnellauswahlwerkzeug und fahre, ich habe jetzt hier eine Pinselstärke von 62 eingestellt. Auch hier kann man jetzt mit Ctrl oder Command plus Alt-Taste die Größe des Pinsels und die Härte einstellen. Ich mache ihn jetzt sehr hart und hier auf so eine Größe, die irgendwie zu dieser Figur dazu passt, und wähle mir das jetzt hier aus. Relativ schnell, grob drüber fahren. Für den Arm mache ich mir den Pinsel ein bisschen kleiner. Und dann haben wir jetzt hier eine erste Auswahl. Die ist, wie man sieht, nicht ganz hundertprozentig. Das heißt, wir müssen an der einen oder anderen Stelle jetzt ein bisschen nacharbeiten. Mit Command oder Control 1 gehe ich mal in die 100% Ansicht. Und schaue mir das mal von unten nach oben an. Hier unten der Sockel, den können wir so lassen. Hier hat er was mitgenommen. Da wird man jetzt mit dem Schnellauswahlwerkzeug nicht weiterkommen. Ich nehme jetzt das Polygonlasso-Werkzeug und gehe hier über die Kanten sozusagen. Hier haben wir zu viel. Ihr seht, neben dem Werkzeug ist ein kleines Plus. Das heißt, das, was ich jetzt auswähle, würde zur Auswahl dazukommen. Wenn ich die Alt-Taste drücke, wird daraus ein Minus. Und ich kann jetzt hier mir diesen Bereich hier relativ gemütlich aussuchen. Und dann ist er draußen aus der Auswahl. Hier haben wir auch sowas. Das machen wir genauso. Ich mache das jetzt einigermaßen grob. Wenn ihr denn das dann für richtige Bilder macht, dann müsst ihr das natürlich ein kleines bisschen feiner machen. Und wir haben hier den Bereich zwischen den Beinen. Das mache ich jetzt auch ziemlich quick and dirty. So, hat das jetzt zugemacht oder hat das? Jetzt hat das zugemacht. Und dann müssen wir hier die Stange noch mit dazu nehmen. Einmal hier, einmal hier. Dann gehen wir bis da runter und bis da. Den Mittelteil haben wir draußen. Wie sieht es oben aus? Das sieht okay aus. Hier haben wir noch ein bisschen zu viel, wieder mit der Minustaste. Einmal hier zack, zack, zack. Und hier haben wir noch ein bisschen zu viel. So, das soll mir erstmal reichen. Wie kann man eine Auswahl schnell kontrollieren? Indem man in den sogenannten Quick Selection Mode geht. Deutsche Übersetzung fällt mir gerade nicht ein. Es ist die Taste Q. Dann sieht das Ganze so aus. Das, was nicht innerhalb der Auswahl ist, wird rot eingefärbt. Und das, was ich ausgewählt habe, das ist in seiner Originalfarbe. Und da sehe ich, dass da unten noch irgendwas ist. Ich gehe mit Q wieder aus dem Modus raus. Mit Command oder Control 1. Wieder in die 100% Ansicht. Und dann nehmen wir das hier auch noch weg, damit das Ganze einigermaßen vernünftig dann auch aussieht. So, Command 0. Wir haben jetzt die Auswahl. Was sich jetzt noch empfiehlt, ist, die Auswahlkante ein kleines bisschen weicher zu machen, weil
in der Natur, und das seht ihr auch auf euren Bildern, wenn ihr mal richtig reinzoomt in das Bild, also größer 100%, so richtig scharfe, harte Kanten gibt es nicht. Wenn ich aber auf die Art und Weise, wie wir es jetzt gerade gemacht haben, eine Auswahl mache und jetzt zum Beispiel eine Maske drauflege, dann habe ich eine extrem scharfe Kante. Das heißt, Standard sollte eigentlich bei solchen Sachen sein, ich gehe unter Auswählen und Maskieren und ziehe mir den Regler weiche Kante mal so ungefähr auf 1 und damit wäre das Thema für mich auch jetzt hier erledigt. So, wie geht's weiter? Was machen wir nicht? Wir legen die Figur nicht auf eine neue Ebene. Das würde uns nicht helfen. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel die Figur rauskopiere aus dieser Ebene und auf eine neue Ebene lege mit Kommando oder Control J und dann die Ebene darunter anfange unscharf zu machen, weich zu zeichnen oder sonst irgendwas, dann ist ja auf der Ebene darunter noch die Originalfigur drauf. Das heißt, auch die wird dann unscharf werden, so wie das ganze Bild, und würde dann, wenn ihr die Original wieder drauflegt, als unscharfer Halo um die normale Figur herum auftauchen. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich zeige euch das einfach mal. So ist es zu theoretisch. Also ich mache jetzt Command J. Damit habe ich die Figur hier selektiert auf einer einzelnen Ebene. Und ich gehe jetzt hier mal ganz schnell einfach mal mit dem gaußschen Weichzeichner drauf. Gaußscher Weichzeichner. Und schraube den mal nach oben. Und hier seht ihr jetzt genau das, was ich meine. Auf diesem Bild hier unten ist die Figur noch drauf und damit seht ihr hier einen leichten Schimmer. Ihr könntet die Figur auch ausschneiden, aber je nachdem wie das Motiv aussieht, ist dann auf dieser Ebene hier an der Stelle, wo die Figur war, eine leere Fläche. Und durch das Weichzeichnen unscharf machen strahlt die leere Fläche über ihre Kanten hinaus und damit habt ihr ein Halo um die Figur herum. Ähnlicher Effekt wie hier. Also das bringt uns nicht weiter. Wir gehen hier wieder zurück und mit Command oder Control Z wieder auf den Zustand, den wir vorhin hatten. So, es ist eigentlich viel einfacher. Wir haben jetzt im Moment die Figur selektiert und die Vorgehensweise ist jetzt wie folgt. Ich drehe die Selektion um unter Auswahl, Auswahl umkehren. Damit habe ich den kompletten Hintergrund selektiert. Und wenn ich jetzt in dem Bereich, der jetzt selektiert ist, also Hintergrund, der Boden, das Auto und was hier sonst noch so alles rumliegt, wenn ich da drin arbeite, dann wirkt sich das nur darauf aus und nicht auf die Figur, weil die Figur ist nicht selektiert. Und auf diesen selektierten Hintergrund wende ich jetzt einen Filter an. Und zwar nicht den gaußschen Weichzeichner, sondern ich nehme aus der Weichzeichnergalerie den Tilt-Shift-Filter. Der gibt mir wesentlich mehr Kontrolle. Der gaußsche Weichzeichner, wenn ich den anwende, macht er alles gleichmäßig unscharf. Das kann ich dann natürlich wieder ausmaskieren. Aber damit habe ich nicht die Kontrolle über die Punkte, wo die Schärfe anfängt und aufhört etc., wie wenn ich sie mit dem Tilt-Shift mache. Ich zeige es euch. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Linien und einen zentralen Punkt. Wo ist der zentrale Punkt unseres Schärfebereiches? Hier auf dem Boden, ungefähr an der Basis dieser Figur. Also ziehe ich mir diesen Bereich. Ihr seht schon, es ist ein kleines bisschen eine Fummelei. Man muss den Zeiger so hinkriegen, dass so eine Pinnnadel da entsteht. Dann kann ich mir den hier nehmen und den zentralen Punkt nach unten ziehen. Ungefähr hierhin. Das Weichzeichnen ist zum Teil schon weit oben. Das schieben wir jetzt mal ganz ins Extreme hinein, damit wir wirklich sehen, was da passiert. Die Schärfeebene soll um die Basis der Figur herum sein. Der Schärfebereich ist zwischen den beiden durchgezogenen Linien. Also ziehe ich mir mal die untere etwas nach oben. Zum Beispiel hierhin. Und die obere vielleicht noch ein kleines bisschen nach hinten, zum Beispiel hierhin. Hiermit haben wir jetzt erreicht, und das ist einer der, sagen wir mal, etwas aufwendigeren Punkte, wenn man das so macht, dass der Reifen oder die beiden Reifen des Autos hier noch im Schärfebereich sind
wohingegen die Lichter im Unschärfebereich sind, was aber nicht realistisch ist, weil zwischen den Reifen und den Lichtern ist ja sozusagen eine senkrechte Ebene. Das heißt, die Entfernung zur Kamera nimmt insbesondere nicht zu, wenn ich von den Reifen zu den Lichtern gehe. Es kann also nicht unschärfer werden. Da muss ich ein bisschen drauf achten. Das werde ich auch nicht ganz erreichen können mit dieser Methode. Aber wenn wir uns das hier mal so hier auf die Scheinwerfer drauflegen, dann kommen wir dem, naja, sagen wir mal einigermaßen nah. Wie kann man das verbessern? Indem man auch das Auto in die erste Auswahl, wo wir die Figur gemacht haben, mit aufnimmt. Damit praktisch den kompletten Hintergrund ohne das Auto und ohne die Figur mit dem Tilt-Shift-Filter bearbeitet und danach das Auto nochmal auf eine eigene Ebene setzt und auch da nochmal mit dem Tilt-Shift-Filter drauf geht. Das wird ein bisschen komplizierter, mache ich jetzt hier nicht, aber damit kann man das in den Griff kriegen. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal in Kauf, dass ich hier in dem Wagen einen Schärfe- oder einen Unschärfeverlauf habe, der eigentlich nicht realistisch ist. Wobei im Moment haben wir den Regler so weit oben, das ist eh nicht realistisch. Das werden wir gleich noch korrigieren. So, die nächste Frage ist, wo im hinteren Bereich ist 100% Unschärfe erreicht und ändert sich auch nicht mehr, wenn ich die Entfernung vergrößere? Das ist genau diese Kante hier von dem Bild. Das heißt, diese Linie hier, die mir markiert, ab wo die Unschärfe, jetzt sehe ich nichts mehr, jetzt muss ich hier mal ein bisschen den zurücknehmen, wirklich sich nicht mehr weiter vergrößert, das ist diese Linie hier, die muss ich mir da hinsetzen. Weil hier hinten haben wir die aufrechten Elemente, das Teil von dem Maßstab, von dem Metermaß, diese Vase mit dem Aluminium. In dem Bereich darf ich keinen Schärfeverlauf haben. Das muss gleichmäßig unscharf sein. Und jetzt sieht man natürlich, die beiden Linien sind verdammt nah zusammen. Das wird mit Sicherheit unrealistisch, also ziehe ich mir die jetzt dann doch noch ein bisschen nach vorn, so ungefähr auf die Reifen und passe mir die hier an, sodass sie hier ungefähr auf der Kante liegt, ein kleines bisschen drüber. So, wir haben unten auch solche Linien und wir sehen schon, hier unten ist es ein kleines bisschen unscharf. Das würde ich sagen, ist okay, das entspricht dem realen Zustand durchaus. So, und jetzt stellen wir uns hier mal die Schärfe oder Unschärfe ein, die wir haben wollen. Das ist der Regler Weichzeichner. Ich fahre ihn mal runter, man sieht jetzt schon, was hier so passiert. Hier sollte man jetzt insbesondere mit Blick auf das Modellauto nicht unbedingt übertreiben, sonst sieht man auf den ersten Blick, dass das unrealistisch ist. Ich würde mal sagen so. Und was man jetzt noch machen kann, man kann noch ein künstliches Bokeh erzeugen. Wenn man das will, ich reiße den Regler mal richtig nach hinten, dann sieht man schon, was da passiert. Diese Einstellung nimmt sich die hellsten Punkte raus und, ich sag mal, lässt die ausbrennen, macht die größer und lässt die ausbrennen. Also ihr seht schon, das ist ein Regler, den man sehr mit Vorsicht benutzen sollte. Also nehmen wir ihn gleich mal runter, versuchen wir es mal mit so 30%. Das ist, glaube ich, immer noch zu viel. Gehen wir mal auf 25%. Ja, ein bisschen mehr darf sein. Machen wir mal so. Und jetzt sagen wir, okay. Und jetzt haben wir zunächst mal das erreicht, was wir wollen. Ich hebe mal die Auswahl wieder auf. Und wir sichern die hier, indem wir sie einfach zumachen. Speichern. Da sind wir richtig. Und jetzt gucken wir uns das in Lightroom mal an. Wir sind jetzt in Lightroom. Ich mache mal hier das Menü noch weg, damit wir ein bisschen mehr sehen. So, das war das Originalbild, das scharfe Bild. Das ist unsere künstliche Unschärfe. Und das hier war die Unschärfe mit Hilfe des Objektivs, sprich mit der offenen Blende. Ihr seht schon, das Objektiv hat es unscharfer gemacht, aber das könnten wir mit den Einstellungen in dem Tilt-Shift-Filter entsprechend anpassen. Wir sehen auch, wenn wir mal hin und her flippen,
Wir haben in dem, und das ist das Thema, was ich vorhin angesprochen habe, in dem File, was wir gerade bearbeitet haben, haben wir hier relativ scharfe Reifen, aber die Scheinwerfer sind unscharf, obwohl es, wie gesagt, die gleiche Ebene ist, was nicht sein sollte. Und wenn ich mir das hier anschaue, dann bin ich hier zwar aus der Schärfenebene draußen, aber die Reifen sind genauso unscharf wie die Scheinwerfer. Wenn man damit also arbeiten möchte, wobei, schauen wir uns das nochmal an, ich behaupte mal, das würde niemandem auffallen, behaupte ich einfach mal. Wenn man damit arbeitet, muss man sich überlegen, wie ist denn der Schärfeverlauf in der Realität? Wo geht mein Bild wirklich nach hinten weg? Und wo habe ich senkrechte Flächen, Wände, eine Baumreihe, was auch immer es sein mag? Der Tilt-Shift-Filter macht daraus keinen Unterschied. Der sieht nur ein zweidimensionales Bild. Die Realität ist aber dreidimensional. Und das muss ich beachten, wenn ich mir die verschiedenen Linien innerhalb des Tilt-Shift-Filters einstelle. Ich hoffe, das hat euch ein paar neue Ideen, ein paar neue Anregungen gebracht. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne ein Like. Ich freue mich auf Kommentare, auf Verbesserungsvorschläge. Das nächste Video ist bereits wieder in Planung. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal. Ich freue mich auf das nächste Mal. Wünsche euch alles Gute, viel Spaß bei der Bildbearbeitung und beim Fotografieren. Ciao.